und boom, das knallt richtig rein. Ja. Ich hätte eins sogar schon fertig. Neuwand. Dass er wieder Spukball scheiße macht. Gucken, ob ich eine eisige Stimmung überhaupt rausbekomme. Ja, jetzt wird der Spukball reinknallt. Larsch ging schneller als Monetigo. Das heißt, er setzt Bizarro-Raum ein oder so? Setzt er Bizarro-Raum mit Monetigo ein? Das andere kann ich mir gerade nicht vorstellen, wieso der so langsam ist. Nee, Donnerblitz. Alter, wieso ist der so lahm? Alter, ist der lahm. Ja, jetzt Tiefschlag einsetzt, ciao. Das kannst du dir echt nicht aushängen. Er paralysiert und ich bin direkt... Also noch besser wäre nur gewesen, wenn er jetzt direkt wieder aufgetaut worden wäre. Das wäre das Einzige, wie es noch hätte besser sein können. Wirklich. Varro, was ist jetzt mit Neuwand? Also du musst was austauschen. Du musst Azumarill austauschen, Katapult, Trikefalo. Ja. Die anderen finde ich gut. Vor allen Dingen Tauros finde ich ganz spannend. Tauros finde ich ganz spannend. Feuer-Tauros? Gar keinen Rückenwind mehr.
Boah, wenn Nassschweif nicht trifft, ne, bin ich sauer. Ich habe auch Angst, dass ich den nicht kill. So, ne? Er hat Tiefschlag gedrückt. Getroffen, sehr gut. Dass ich kotz im Strahl, wirklich. Ey, von 3 Attacken 2-mal paralysiert. Ich bin so ein Lucky Boy, wirklich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wirklich. Keinen Rückenwind rausbekommen, jetzt killt er alles hier One-Hit. Und ich bin durch. Und ich hab verloren. Also erstmal Donnerblitz, natürlich bin ich paralysiert. Und dann noch 2-mal von 3-mal. 2 von 3! Das ist eine 30% Chance. 2 von 3 hat er getroffen. Und jetzt geht er auf Star. Doch nicht. Elektro. Durfte Rückenwind machen. Ich hatte ja schon gedacht, ich bin nochmal paralysiert. Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Das kannst du dir auch echt nicht ausdenken. Ey, schon auf minus 3. Was macht er da mit seinem Nahkampf? Ich bin schon wieder paralysiert! Von 5-mal 3-mal, sind die dumm? Aufgegeben. Ey, der hat 3-mal Paralyse getroffen. 4-mal sogar, ne? 50% drauf. Ist halt auch nicht so krass, ne? Gut, der hat dann 450 Def. Und 400 Spezialverteidigung. Okay, das ist krass. Über 400 Def und Spezialverteidigung. Das ist gut. Boah, ist das Ding langsam. Das ist langsamer als Larshow King mit Rückenwind. Krass, das Ding langsam. Das ist bestimmt eine unliche Attacke auf Larshow King gemacht haben. Kniefallspalter. Eine Angriffsattacke.
würde ich ja an den SP bringen. Sollte er tanken, oder? Ja, sollte er tanken. Sollte er echt tanken. So weg. Tiefschlag? Ich habe allerdings nicht keinen Angriff gemacht. Eisenschild. Krass. Sieht er den Alten? Sieht er den kommen? Sieht er den kommen? Denga, vielen Dank für den Follow. Terra Wasser sieht er sowas von gar nichts kommen. Wenn er jetzt sein Terra, wenn er Ramot auf Terra, weiß ich nicht, Stahl oder so macht oder Pflanze, dann flippe ich aus. Gut, Pulver. Ich wollte sowieso auf dich gehen. Schön die Eisenhaut. Heil mich, Eisenhaut. Was geht da? Pflanze. Ich habe Eisplitter gedrückt. Ich bin einfach ein Big Brain. Käfer und... Oh ja, okay. Blizzard hätte ihn auch gekillt. Aber Käfer gebrummt doch eher. Schade. Hätte ihn gekillt. Ich verstehe Tiefschlag manchmal nicht, muss ich sagen. Na klar, haut er einen Volltreffer raus. Manchmal schlägt das fehl. Das verstehe ich nicht so ganz. Wann das fehl schlägt und wann nicht. Ja klar, wenn ich keine Angriffsattacke mache. Aber manchmal auch, wenn ich eine Angriffsattacke mache. Oder hat dann das Pokémon angewählt, was gerade keine Angriffsattacke gemacht hat? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich hab den Fußgekarrer nicht kommen sehen. Und die Psychokinese auch nicht. Rückenwind weg.
Escalate. Escalate. Ich geb dem sowas von Muskelgurt. Was hat der? Hat eine, der ist Psycho, ne? Nicht mit Feuerattacke einfach? Alter, das ist so nicht sehr effektiv und es zieht so viel ab. Wie viel hält das? Autsch. Ja, jetzt wird's ein Damage Race. Bin gespannt. Ich kann Genesung drücken. Und du? Ich kann Genesung gleich drücken. Am besten jetzt schon, oder? Er greift ja vor mir an. Besser ist es. Er hält sich nicht so viel. Ich könnte schaffen. Mann, ist Tagedieb weniger jetzt wegen... Ne, ist gut. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja mal Glück und kriege einen Volltreffer. Das wäre cool. Wie oft kann man Reueschwert einsetzen? Bestimmt nicht so oft, oder? Es kommt so 20 Mal. Hört auf zu schneien. So, ich kill ihn doch jetzt. Ne, ich mache auf sicher. Ja, ich mache auf sicher. 10. Ich mache auf sicher nochmal Tagedieb. Gar keinen Bock auf unsicher jetzt hier zu verkacken. Dass er mit 1 KP überlebt oder so. Ah ja, bestimmt hat ihn Psychokinese nicht gekillt, da. 16 Mal. Ja, es wird einfach nur ein Damage Race. Wird spannend. Da ist der Volltreffer. Lasho King. Macht euch ein motherfucking Lasho King. Bam.